Ich weiß gar nicht, warum ich die letzte Zeit so wenig mit Blätterteig gemacht habe, obwohl Blätterteig ja so vielfältig ist, so schnell gemacht und man kann so tolle Gebäcke daraus machen. Und gerade jetzt am Sonntag sich mal hinzusetzen, den morgens eben fertig zu machen und sich tolle Gebäcke daraus zu machen oder zu zaubern, wie diese Schuhsohlen, obwohl ich gar nicht weiß, warum die Schuhsohlen heißen. Vielleicht wisst ihr das ja, ich habe da gar nichts zu gefunden und ich finde auch, dass die eher, wenn sie gefüllt sind, aussehen wie schöne Muscheln. Und ich denke, so werde ich die auch nennen, gefüllte, leckere Muscheln. Und meinen Blätterteig, den habe ich ja schon mal gemacht, da habe ich ja schon ein ausführliches Video drüber gedreht. Ich sage euch natürlich auch, was ich an Zutaten brauche. Und die leckeren Muscheln werden gefüllt mit einer Kirschwassersahne und ich mache noch ein paar Erdbeeren da rein, vielleicht noch ein paar Bananen. Da kann man ja reinmachen, was man möchte. Man kann die auch einfach nur mit Sahne füllen. Auch total lecker. Und die sind ja total knusprig, werden auch in Zucker gerollt. Eine ganz feine Sache. Und für meinen Blätterteig, den stapel ich ja. Also ihr könnt auch fertigen Blätterteig nehmen. Ich weiß aber nicht, warum man das tun sollte, weil der ist sehr schnell gemacht und schmeckt auch viel, viel besser. Und für meinen Blätterteig brauche ich 225 Gramm Butter. Die verrühre ich mit 25 Gramm Mehl. Das mache ich als erstes. Gib mir die dann in die Frischhaltefolie und leg die Butter schon mal ins Gefrierfach. Und dann werde ich den eigentlichen Teig anrühren. Und zwar mit 225 Gramm Mehl, 25 Gramm Butter, einen halben Esslöffel Essig, ein Viertel Teelöffel Salz und 125 Milliliter warmes Wasser. Und das war's. Und dann geht der Teig auch eine halbe Stunde in den Kühlschrank. So kann die Butter durchkühlen und der Teig durchkühlen. Und dann brauche ich natürlich Sahne, Sahne steif, ein bisschen Vanillezucker und Kirschwasser. Die kommt nachher mit in die Sahne. Und als erstes mache ich jetzt meine Butter fertig. Jetzt habe ich die kalte Butter mit dem Mehl verknetet und gebe mir das jetzt einfach auf eine Frischhaltefolie und rolle mir das zu einer Rolle ein und gebe das dann ins Gefrierfach, damit die Butter richtig schön kalt ist, damit ich die reiben kann. Und ich kann die Schüssel nochmal benutzen und auch den Knethaken und gebe dann jetzt einfach das Mehl hier rein. Also ihr braucht keine zwei Schüsseln, das wäre Quatsch. Die Butter, Essig, Wasser und natürlich noch das Salz und dafür muss ich mir mal eben einen Teelöffel holen. Ich kriege das noch mal irgendwann hin, immer alles parat zu haben. So, der kommt hier auch rein und dann lasse ich das schön verkneten, bis ich einen richtig schönen, geschmeidigen Teig habe. Den wickele ich dann auch in Frischhaltefolie und lege den in den Kühlschrank und dann kann ich schon stapeln. Jetzt habe ich hier meinen schön durchgekühlten, schönen weichen Teig und den teile ich mir jetzt in sechs oder ihr könnt ihn auch in acht Teile teilen. Und ich habe hier meine Butter, die ist ja jetzt richtig hart. So kann man die wunderbar reiben. Ihr könnt die Butter aber auch reiben, wenn die so gerade anfängt, ein bisschen hart zu werden und die dann in den Kühlschrank stellen. Dann kann man einfach die Butterstreusel auf die einzelnen Platten machen. Ich reibe das immer direkt darüber. Und wenn man den Blätterteig einmal gemacht hat, die Zutaten, die hat man so schnell im Kopf und kann den immer wieder machen. Ihr könnt den aber auch wunderbar vorbereiten, also den Teig und die Butter schon am Vorabend machen. Und dann braucht ihr das nur noch ausrollen oder die gesamte Platte fertig machen und die dann einfach im Kühlschrank aufbewahren bis zum nächsten Tag, wenn ihr anfangt, Blätterteig zu machen oder eben einfrieren. Und dann habt ihr immer Blätterteig zu Hause. Das ist total klasse und einfach gemacht. Ich habe euch das ja alles schon gezeigt. Das Video verlinke ich euch natürlich hier oben in der Infobox, hier in der Info oder unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch das alles nochmal ganz genau angucken, wie man das macht. Ich rolle jetzt hier meine Platten aus und mache die Butter dazwischen und stapel mir schön den Teig und dann kann ich schon die Schuhsohlen fertig machen. Ach nee, das sind ja Muscheln. Mein Teig und Butter sind gestapelt und jetzt habe ich meine Platte schön ausgerollt. Und wenn ihr fertigen Blätterteig nehmt, dann rollt ihr den auch
relativ dünn aus. Und wenn ihr diese eingefrorenen Platten nehmt, ich glaube, da sind über 5 oder 8 oder so in einer Packung, die lasst ihr schön antauen, könnt ihr aufeinander legen, so 2, 3 Platten, und die dann zusammen ausrollen, damit ihr eine relativ große Platte bekommt, wo ihr dann schöne Kreise ausstechen könnt. Und das mache ich jetzt. Ich habe hier 8 cm im Durchmesser. Da schaut ihr einfach, was ihr da habt. Ein schönes großes Glas oder so. Und bevor ich die jetzt aussteche, mache ich mir hier an der Seite ein Bett mit Zucker. Die werden nämlich nochmal auf Zucker ausgerollt. Und wenn ihr da habt, das muss aber nicht zwingend sein, Hagelzucker. Da kann man nämlich die eine Seite noch schön in Hagelzucker wälzen. So, und dann nehme ich mir einfach meinen Ring und steche mir den ersten aus und lege den direkt auf das Zuckerbett. Und da rolle ich mir das nochmal oval aus. Also schön auf dem Zuckerbett ausrollen. Einmal umdrehen, so dass das eine schöne ovale Platte ist. Und dann einfach die eine Seite nochmal in Hagelzucker tunken. Das sieht dann richtig schön aus. Die mache ich mir jetzt fertig, und dann muss ich mein Backblech fertig machen und den Backofen vorheizen. Und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und das Backblech, das fette ich jetzt gleich ein und besprühe das mit Wasser, damit der Teig richtig schön Wasserdampf hat. Und dann kommen die auch schon in den Backofen. Jetzt habe ich mir 12 Hälften von den Muscheln ausgestochen und auf Zucker ausgerollt, sodass die schön oval sind. Und den restlichen Teig, den habe ich einfach zusammengefaltet und in Frischhaltefolie gepackt. Blätterteig ist ja nicht süß, und dann kann ich uns morgen noch irgendwas daraus machen, was Herzhaftes vielleicht. Und jetzt habe ich ja mein Backblech mit Margarine eingestrichen. Und das kalte Backblech besprühe ich jetzt einfach mit Wasser, mit kaltem Wasser. Und da kommen jetzt die Hälften drauf, und ich mache so 6 Stück auf ein Backblech. Das andere Backblech mache ich mir dann gleich fertig und backe die dann hintereinander. Und zwar kommen die jetzt ja bei 200 Grad, der Backofen ist vorgeheizt, Ober- und Unterhitze, für 10 Minuten in den Backofen. Erdbeer weggefallen. Jetzt sind meine Muscheln oder meine Muschelhälften schön ausgebacken, und wenn man die unterschiedlich ausrollt, dann sind die natürlich auch unterschiedlich groß, und unten drunter sind die jetzt alle richtig schön karamellisiert. Das schmeckt total lecker. Die sind also innen noch fluffig, außen richtig schön knusprig, also so fluffig, knusprig, und jetzt gleich mit der Sahne und mit den Erdbeeren ein Gedicht und richtig lecker. Und für meine Sahne, da müsst ihr eben schauen, wie viele Muschelhälften macht ihr, so viel Sahne braucht ihr auch. Ich habe jetzt hier 2 Becher Sahne, 2 Sahnesteif und 2 Vanillezucker, und ich schmecke die Sahne mit Kirschwasser ab, so ein Esslöffel, 1,5 Esslöffel, dann bekommt ihr so einen richtig leckeren Geschmack. Und ich kann meine Erdbeeren in der Zeit in Scheiben schneiden, und dann kann ich das schon anrichten, das wird richtig lecker. Jetzt fülle ich ja schon fleißig meine Muscheln, und zwar gebe ich immer, also ihr müsst die umdrehen, das ist ja immer das untere, und diese Seiten, diese karamellisierten, die kommen nach innen, und dann ein bisschen Sahne da drauf und dann die Erdbeeren oder Obst nach Wahl, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt auch Blaubeeren nehmen, Himbeeren nehmen, ganz egal, und dann legt ihr euch schön die Erdbeeren da drauf und dann nochmal ein bisschen Sahne, die jetzt im Übrigen sehr lecker schmeckt. Aber ihr müsst da kein Kirschwasser reinmachen, ist überhaupt nicht nötig. Und jetzt kommt obendrauf einfach der Deckel, und dann sieht das aus wie Muscheln, oder? Finde ich. Also, ich bin mal gespannt, was ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, ob ihr die kennt unter
gefüllte Schuhsohlen oder ob ihr den Namen gefüllte Muscheln auch viel schöner findet. Die sehen doch richtig schön aus. Macht die mal nach. Richtig lecker ist das, mal was ganz anderes. Natürlich ist das eine kleine Sauerei, die zu essen. Das ist bei Windbeuteln ja auch so, wenn man so richtig schöne, dicke Windbeuteln hat. Die kann man natürlich immer schlecht essen, aber ist so lecker. Und dann lohnt sich auch ein bisschen rummatschen. Ich würde sagen, bis dahin eure Bea. Ich mache die zwei noch fertig.